Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 14 von Astroneer. Ja, letztes Mal haben wir den Trecker-Anhänger gekriegt und da müssen wir jetzt gucken, dass wir da eine Plattform bzw. ein Lager drauf machen. Plattform habe ich glaube letztes Mal gesagt, aber wir wollen ein Lager natürlich da drauf machen, damit wir mehr draufpacken können und irgendwie müssten wir natürlich auch schauen, dass wir noch einen weiteren Anhänger kriegen. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro kümmern wir uns darum. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Trecker ist da hinten. Achso, den Trecker bringt uns jetzt hier nichts. Wir müssen schauen, dass wir das hier irgendwo bauen. Also der Autoarm, der macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, ja, das wird noch spannend. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist mein... So, da ist er. Untersuchen wir. Traktor brauche ich nicht. Kann ich hier mit WSD durchhängern? Ja, Hänger. Da brauche ich ein Aluminium und Gemisch. Okay. Mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher, Verlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator, mittelgroße Plattform, mittelgroße Lager, Roversitz, Traktor. Ich glaube, da sind wir schon durch. Jetzt denke ich mal, gucken wir mal schnell im Dingens. Nein, jetzt hat er da irgendwas angepackt. Ich wollte das nicht. Ich wollte hier hin. Okay, da geht es mit den Durchblättern nicht. Verlängerung, kleiner Drucker, Verbindung. Ne, hier ist es auch nicht. Ne, dann kann das ja nur der mittlere Drucker sein, dieser hier, der... Schmelzofen, Forschungskammer, extra Auftragsplattform, große Plattform, große Plattform, Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Forschungskammer, extra Auftragsplattform, große Plattform. Hä? Wieso habe ich kein Lager gesehen? Sauerstoffmacher, Verlängerung, Verteiler. Mittelgroßes Lager, da ist es doch. Harz brauchen wir da, haben wir aber nicht hier. Haben wir überhaupt hier Harz? Ja. Zack. Zack. Und ja, wäre schön, wenn man das jetzt einfach produzieren könnte, ne? Und startet das mal schnell und läuft. So. Ne, das war falsch. Das ist richtig. Was wollten wir jetzt noch machen? Gute Frage, ne? Verpacker wäre ganz wichtig zu erforschen, ne? Und dann können wir größere Dinge ja noch mitnehmen. Und der Mordrak war das, glaube ich, der mir dann geschrieben hatte, ich habe das auch letztes Mal gesehen, den Arm, den sollten wir bei einer Forschungsstation hinbauen und das gleichzeitig an dieser Pflanze, wo dann drei Forschungsproben direkt da dran sind. Ne? Das werden wir, denke ich mal, auch vielleicht in Angriff nehmen. Kleiner Kanister, kleiner Generator, Boostmodus. Lass das mal alles weg. Lager ist fertig, oder? Ja. Und dann erstmal dieses weg. Lager kannst du mal auspacken. Aber ja. Gehen wir mal hier hin. Und haben wir natürlich jetzt hier schön drin die Kiste. Ja, irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Jetzt aber. So, ist okay. Das wieder schließen. So, jetzt müsste ich den hier nehmen. Kann ich den da dran bauen? Nee, ne? Ja. F erweitern. Kann ich ihn da drauf sitzen? Ich hoffe es. Nee, leider nicht. Kann ich ihn da drauf setzen? Ja.
Und der saugt mir jetzt den Strom leer, oder wie sehe ich das? Oder, aha. Gut, dann ist das nicht so dolle, wenn der da drauf ist. F ausschalten. So, jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt müssen wir hier einschalten, damit wir wieder Strom kriegen. Nehmen das Einsteigen Möglichkeit und ich glaube da hinten, hier ist nur einer dran, oder? Und auch mehrere dran. Da würden auch Dreier dran kommen, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, hier hätte ich das irgendwo gesehen. Da ist er doch. Ah. Hier war's. Hier habe ich das abgepflückt, das weiß ich. Kurz absteigen, kurz abnehmen, schmeiß mal hin, steig wieder auf. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das alles so hinkriegen, wie wir uns das gerade vorstellen, ne? Kriege ich die Plattform? Ah, ich muss das alles wieder zusammenpacken, ne? Dann geht das wahrscheinlich. Kriege ich den da hingetragen? Das ist die Frage. Nicht so wirklich, ne? Ich würde den ja gerne hier vom Bauch haben, aber das ist auch nicht so einfach, ne? Schnell laufen geht auch nicht. So, Autoarm da drauf. Jetzt müsste ich das nur rotieren, ne? Wie geht denn rotieren, bitteschön? Ja. Nee. Jetzt muss ich den nur. Ach, den Strom, den es hier gibt, den kann ich da nicht für nutzen, ne? Das ist ja wieder doof, ne? Ich dachte, das könnte man nutzen, aber dem ist wohl so nicht. So, das wäre jetzt immer da erstmal machbar. Okay, das bedeutet, gibt's das hier? Glaube nicht, ne? Verlängerung? Was brauchen wir denn für Verlängerung? Kupfer. Habe ich Kupfer? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann ist es erstmal hier erledigt. Das sieht ja schon krass aus. Ich müsste jetzt hier schauen. Ich brauche Kupfer. Kupfer ist auf dem Wagen drauf. Ist das da oben Kupfer? Könnte es sein, ne? Ja, ist es. Dann würde das bedeuten, jetzt brauche ich Verlängerung.
Da sind die Verlängerungen jetzt. Warte mal, da links ist doch auch so ein Teil und da wächst da auch sowas dran. Ist da jetzt schon ein zweiter dran? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, da kommt nur einer leider. Drei würden aber auch dran gehen, so ist nicht. Ja, das wird ewig dauern, bis ich dann dahin bin, oder? Kann ich den jetzt verschieben und so weit ziehen? Na, super. Das wäre schön gewesen, wenn ich den jetzt stramm ziehen kann und das geht, ne? Aber dem war wohl nicht so. Und da hinten müssen wir hin. Boah, das ist jetzt wieder so ein ganz cooles Ding, ne? Jetzt pass mal auf, jetzt geht das noch nicht mal, weil der Stecker nicht an den anderen Stecker geht, oder? Oh, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wer hat das kreiert? Doch, geht. Und jetzt wäre es schön, wenn das noch... Nee, geht nicht. Aber das kann ich doch zu zweiten Seiten rausziehen und von dem anderen ja auch. Wenn ich den doch jetzt hier nehme, kann ich den da dran machen, ne? Jetzt müsste der ja auch... Ja, schade, ne? Nutzen. Das wird ewig dauern, bis ich den da hinten habe. Was das? Warum gibt es jetzt keinen Strom mehr hier? Im Fluss der Donau, oder? Die falsch rum angeschlossen haben oder was? Warte mal. Das wäre jetzt krass, wenn das so ist, ne? Tatsächlich. Ich muss das immer in diese Richtung machen. Dass das passend ist. Oh, wo ist der jetzt gelandet? Ich hoffe hier im Inventar. Ja.
So, jetzt sind wir bis hier. Kuh ist verkehrt. Boah, ist noch ewig lang, ne? Aber wir sind schon ein Stück weiter, so ist nicht. Aber ich habe kein Kupfer jetzt mehr, glaube ich, ne? Vielleicht machen wir es doch anders. Ich weiß es aber noch nicht. Aber hier hinten ist erstmal eine Forschungsgeschichte, die ich dann auch reinstecken kann. Da sind ja mehrere von den Dingern, ne? Und die sind da auch noch alle. Da forschen wir jetzt erstmal, das ist schon mal gut. Das ist ein Generator, ne? Der ist gar nicht an, okay. Also das wird noch eine Tortur. So. Wo kann ich denn jetzt noch einen Trecker bauen? Einen Anhänger bauen? Hier oder wo? Traktor, Anhänger, da. Ach so, Aluminium. Aber warte, Aluminium hatte ich doch hier irgendwo gerade gesehen, oder? War das kein Aluminium? War das das Aluminium? Ja. Ja. Nee, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Und F. Okay. Q, Rucksack zu. Und dann brauchen wir noch ein Lager. Dafür brauchten wir zwei Harz. Allerdings sehe ich da nur noch ein Harz. Ich glaube, Harz haben wir zu wenig dann für ein Lager. Aber da steht ja noch eins. Dann nehmen wir erst das. Dann warte erst, bis der fertig ist. Dann bauen wir den da dran. Ist ja jetzt gleich fertig, ne? Fast. Können wir gerade hier das Aluminium vom Hänger nehmen. Pack's mal da drauf. Kriege ich den von da nach hier, ja. Einmal auspacken, bitte. Und einmal anschließen. Und aufbauen, fertig. Und F. Und dann sind wir soweit. Ah, guck mal, hier ist auch Harz, ne? Lass uns mal ein bisschen Harz gerade holen. Brauchen wir ja auch noch. Aber ich würde sagen, das machen wir das Ganze in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Warp macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.